Hallo, hier ist wieder der Player with Heart and Soul. Heute spielen wir eine Runde Secret of Mana weiter. Und versuchen diesen netten kleinen Tiger, der uns das jetzt mal so toll gekillt hat, zu töten. Ich habe es vorhin getestet, das hat geklappt, aber leider danach nicht mehr. Es ist reiner Zufall, den umzuhauen. Und gleich kommt er wieder. Sind ein bisschen stärker. Also, wir kippen es da immer noch voll um. Vor allem, wenn man gleich die Hälfte von der Energie weggehauen bekommt. Wenn man den Tier treffen könnte, wäre es ganz einfach. So. Oh, braucht gleich Heilung. Ein Treffer nur. Bonbon einwerfen. Hätten sie ruhig bei nichts machen können mit mehr Bonbons. Ich habe auch dem dritten Begleiter oder dem zweiten Begleiter einen Bogen gegeben. Kommen bei Treffer. So, schon wieder bin ich down. Wiederbeleben. Mich getroffen, hoffentlich schaffe ich die Heilung noch. Eine Schokolade brauchen wir. Und jetzt muss jeder Treffer sitzen. Weil es war der letzte. Haben wir noch was? Zwei Schokoladen. Eine Wiederbelebung. Und der ist down, sehr schön. Aber beide Begleiter sind leider draufgegangen. Aber, oh, sie werden nach dem Ende wiederbelebt. Sehr schön. Da geht's nicht mehr lang. So, sprechen wir mal die Hexe an.
Dann schauen wir mal, was die Kisten bringen. Peitsche. Neue Waffe. Gold. So. Wir müssen jetzt wohl zu den Ruinen. Schauen wir mal, ob wir den Ausgang finden. Oh, hier können wir noch schnell einkaufen, oder? Ist der weg? Nein, er ist noch da. Sehr schön. So, mehr dürfen wir nicht. So, da haben wir Schokolade. Auch genug. Auch Lebenswasser. Und den Rest heben wir halt viel. Dann den Rest heben wir auch für Rüstung und so. Ich glaube, gespeichert haben wir nicht. Sollten wir auch noch machen. Falls wir ja drauf gehen, müssten wir nochmal diesen Tiger machen. Und das wäre mir zu blöd. So, mal schauen. Diese neue Waffe, die Peitsche, für wen die ist. Wenn es glaube ich nicht anzeigt, kann es jeder tragen. Ja, das sagt sich sehr leicht. So, jetzt müssen wir erstmal zum Wassertempel. Mal schauen, ob wir ihn gleich wieder finden. Und wir müssen diesen Wald nochmal. Ach, die Gegner werden wohl nichts mehr drauf haben. Sage ja. So, durch die Portale. Oh, sind hier die Bienen schon? Auch kein Problem.
und kämpfen uns durch diesen Hexenwald oder Wäldchen. Und da sind wir schon beim Eingang. Groß ist das Gebiet ja nicht. Da sind wir die, wo so toll eingesperrt sind. Die noch viel Erfahrung bringen, keine Ahnung. Auch eine Kiste. Wir haben eh, glaube ich, alles voll. Aber Gold kann man immer brauchen. Immer diese feigen Feinde. So, schöne Stange. Das war der Ausgang. So, müssen wir aufpassen. Bei lauter Hexenwald und so. Die Blumen zu treffen. Ach, die gehen ja drauf, jetzt bin ich. Eine. Ja, was hat er gesagt? Sollten wir noch leben? Klar. Oh, Level up. Sehr schön. Glaube. Hier drüben war was. Naja, 14 Goldmünzen. Wenn man bedenkt, dass ein Lebenswasser 300 kostet. So, renn jetzt mal ein bisschen durch.
Ja, ich bin weit zurückgegangen. Aber wenn ich richtig liege, ja, Wasserpalast. Oh, Kiste, die Kiste. Nochmal verzögern. Wir werden noch reich. Hochgrader? Ach, hier kann man nur schlafen und ein paar Items kaufen. Das ist ein kleines Dorf. Wasserpalast nach oben. Das suche ich doch gerade. Oder den habe ich gesucht. Aber ich glaube, der will jetzt Geld. Ach, die 50 zahlen wir, dann kommen wir gleich zum Wasserpalast. So, und ab geht der Flug. Treppe ausfahren. Noch eine. Und da ist sie schon. Mal schauen, was sie will. Stein da oben könnten wir eigentlich berühren doch. Mal schauen, wenn wir da schnell runter und wieder hochgehen. Aber da war ja letztens mal nicht. Steht hier immer noch am Weg? Ja. Von hinten? Schade.
So, wir sind zu einem Wasserfall. Rechts vom Wasserpalast. Schauen wir mal, ob wir den noch finden. Ob das von hier ist. Können wir hinhauen. Oh, die Gegner haben noch was drauf. Man sieht es an den Zahlen. Und da müsste der Wasserfall sein. Sehr schön. Oh, 32 pro Treffer ist schon hart. Bedenkt, wir haben nur 150. Ah, wir sind Level 12. Sehr schön. So, hier liegt was. Ein, ja, großer Kalkwappen, Froschfisch, wie auch immer. Knoppenzunge. Naja, 16 geht noch. Oh, er hat sich verwandelt. Oh. Jetzt müssen wir uns die Kleidung schnell mal eine Heilung einschmeißen. Für mich nicht. Für ja, die andere hat noch 82. Schöne Treffer. Bin mal laut Musik. Endgegner, Zwischengegner. Kann man beim solchen Spielen ja nie richtig sagen, was ein Endgegner, was ein Zwischengegner ist. Hat der sie schon wieder verschlungen. Und mich gleich auch. Ganz schön gefräßig, der Kleine. Oh. Okay, bei mir geht's noch. Na, nicht so viel Schaden. Oh, kritisch, 61. Oh, auch Heilung. Oh, er heilt sich auch noch. Blöd. Ja, 150. Ich mache ja schon mit drei Schlägen hinweg. Oh, der hat aber viel Power. Oh, 188. Oh, jetzt hat er wieder mehr Heilung. Als Schläge. Sehr schön, bitte. Ist er weg? Ist er tot? Clown-Orb behalten. Sehr schön. Wenn das Spiel so läuft, macht es richtig Spaß, ohne im Off zum Leveln. Ach, da ist ja schon die, was man treffen soll. Was da? Ja, sage ich mal nichts dazu. Froster kann man auch essen. Die will uns helfen.
Ah, jetzt bekommen wir Magie. Sehr schön. So, wer bekommt was? Angriff. Sandra? Heilung? Anna. Nee, andersrum habe ich sie genannt. Ja. Und wieder eine neue Waffe. Okay, ja, die kommt nur vor kurzer Zeit mit. Zauber ausprobieren. Wo ist denn der Zauber? Also das ist schwer. Natürlich noch schwächer, weil er nicht gelevelt ist. Noch nicht, noch nicht. So, hier irgendwas ist. Sieht man nur die Stärken. Ah, das weiß ich. Muss er wechseln? Der kann da gar nicht zaubern. Mal. Und hier ein Menü, was ist? Ja. Was da? Eisklinge? Kraftwasser? Und Heilen? Und Heilaura haben wir jetzt. Sehr schön. Wieder vom Haupt. Und ich denke, wir müssen jetzt in die Ruinen, oder? Oder gab es hier noch was? Lieber nochmal zurückschauen, bevor wir den falschen Weg einschlagen hier. Aber mit der Eisklinge werde ich wohl nicht hier was machen können. Also doch auf in die Ruinen. Eine kleine Zeit haben wir noch, bevor wir hier den Part beenden. Ja, hier ganz schön hart zu. Aber harte Gegner bringen auch viel EP. Und wir können uns ja heilen. Ah, die sind auch wieder gekommen. Ein Aura. So. Oh, aufgegangen. Ja, jetzt waren wir in der Ecke fest. Deswegen das Game Over. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Player with Heart and Soul. Wenn ihr wollt, könnt ihr für dieses Video den Daumen nach oben geben, Abo auch abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part.